Im Übrigen müssen wir auch damit rechnen, dass mal auf unsere Gesundheitseinrichtungen Cyberangriffe getätigt werden. Auch darauf sind wir derzeit nicht ausreichend vorbereitet. Und deshalb brauchen wir dringend eine gute Koordinierung auf Bundesebene durch die Stärkung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und wir brauchen mehr Bundesmittel in den Bevölkerungsschutz. Wir haben das gesehen, das, was momentan vorhanden ist, was mühsam in den letzten Jahren auch erreicht worden ist bei der Betreuung, auch bei der, zum Beispiel bei den mobilen Arztpraxen, die hier eingesetzt waren, bei großen Zelten und Sanitäranlagen, bei Stromaggregaten, die hier eingesetzt waren. Das wurde alles hier schon eingesetzt, weil wir es in einem kleinen Teilbereich schon beschafft hatten, weil wir dafür die Mittel gehabt haben. Aber wir brauchen davon wesentlich mehr. Das Konzept steht für 10 Standorte und ich werde nicht müde, bei der Bundesregierung und im Parlament dafür zu werben, dass wir mindestens diese 10 Standorte brauchen, und zwar nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit. Ich sehe gar nichts. Ah, okay, sehr gut. Dann von mir vorerst noch eine letzte Frage. Inwiefern ist denn jetzt hier noch die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes wichtig oder zieht man sich jetzt mehr und mehr zurück? Wir haben beide, Herr Kaul und ich, vor einem Jahr gesagt, wir sind da, wir bleiben, solange uns die Menschen hier brauchen. Und deshalb sind wir auch immer noch da, weil wir den Eindruck haben, sie brauchen uns noch. Sie brauchen uns bei der Betreuungsarbeit, bei der Beratungstätigkeit, bei den Hilfen für Anträge, für Kompetenzzuweisungen auch der einzelnen Behörden. Und wir brauchen sie für die Beratung auch zum Beispiel in psychischen Fragen. Denn die psychosoziale Beratung, die kommt oft erst nachdem das erste Funktionieren nach der Katastrophe selbst abgeklungen ist. Dann kommt so manches erst hoch, was aber dann verarbeitet werden muss. Da haben wir die entsprechend ausgebildeten Kräfte. Das heißt, Betreuungsberatungsarbeit ist ein Feld. Ein zweites sind diese temporären Kläranlagen. Wir haben 3 davon. Das ist nicht billig und das ist vor allem auch kompliziert aufzubauen. Aber es ist aufgebaut worden, überwiegend von ehrenamtlichen Kräften innerhalb einer Woche. Und es sind 3 Anlagen, die mittlerweile für 3000 Menschen das Abwasser klären. Und das ist deshalb so wichtig, weil es eben dazu dient, dass Krankheiten vorgebeugt wird und dass auch Umweltschäden vorgebeugt wird. Ansonsten würde das ungeklärte Wasser in die Ahr fließen mit den entsprechenden Schäden. Und daneben haben wir aber auch noch den Richtfunk, das heißt die Internetverbindung funktioniert auch nur, weil wir dafür sorgen. Die letzten beiden Beispiele sind solche, die man zunächst einmal mit dem Roten Kreuz nicht verbindet, ja. Aber es ist auch unsere Kompetenz und das macht deutlich, welche breite Palette wir von Talenten in unseren ehrenamtlichen Schichten haben. Sie haben es ja gerade angesprochen. Die alles klar? Danke Ihnen. Die Kläranlage, ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse. Ja, die war für ein anderes Land bestimmt und auch das Auswärtige Amt hat sich engagiert. Ja. Wissen Sie noch, für welches Land das ja, bestimmt war? Ja, es war nicht für ein bestimmtes Land bestimmt, sondern für dann... Es war nicht nur für ein bestimmtes Land bestimmt, sondern praktisch für Fälle, die in Afrika zum Beispiel auftreten können oder auch in Asien auftreten können. Bei Überschwemmungen, bei Naturkatastrophen, wie wir sie eben jetzt erlebt haben, da ist das sehr schnell zu transportieren und wie gesagt innerhalb von einer Woche aufzubauen. Das muss vorgehalten werden für Auslandseinsätze. Und deshalb haben wir das, was jetzt hier eingesetzt wurde, sehr schnell eingesetzt wurde, auch wieder beschafft, sodass es auch für Auslandseinsätze wieder zur Verfügung steht. Weil der Krisenstab Maischoss und der damalige Ortsbürgermeister, die haben sich natürlich sehr auch für diese Kläranlage eingesetzt. Und damals hieß es, ich glaube in der Gemeinderatssitzung, die sei für Bangladesch bestimmt gewesen. Ich weiß nicht, ob das im Gespräch war damals. Habe ich mal aufgeschnappt in einer Sitzung. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht genau bestätigen, weil die Erfahrung eigentlich zeigt, dass es zwar zum Beispiel für so Länder wie Bangladesch mal vorgesehen ist. Ja. Es ist mein Informationsstand ist, dass sie grundsätzlich für Auslandseinsätze dann, wenn es gebraucht wird, beschafft wurde vom Auswärtigen Amt, in unserer Betreuung liegt. Also wir betreuen das und
und bauen das dann auf, wenn es notwendig ist, nachdem wir relativ viele Auslandseinsätze haben. Wir sind in 50 Ländern ja derzeit aktiv und gerade bei Naturkatastrophen auch immer wieder gefragt sind, ist dies etwas, was wir auf jeden Fall vorhalten müssen. Mich hat während Ihrer Rede Ihr Appell fürs Innere, für das Zivile sehr, sehr begeistert. Sie hatten ja die 100 Milliarden angesprochen für das Militärische, die sogenannte Zeitenwende. Ich habe eben gerade auch nochmal mit der Frau Abgeordneten Heil gesprochen, die unterstützt auch Ihre Forderung. Was machen Sie konkret, wie engagieren Sie sich konkret, dass eben auch das Innere, das Zivile begünstigt wird mit den begrenzten Mitteln, die ja nun leider nur zur Verfügung stehen? Ich bin nicht erst seit wenigen Monaten oder seit einem Jahr hinter diesem Thema her. Nur ist momentan die Bereitschaft der Politiker, sich dieses anzuhören und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir dieses verbessern, größer als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber Fakt ist, ich habe gleich als ich die Präsidentschaft hier im Deutschen Roten Kreuz übernommen habe, mit der damaligen Bundesregierung noch verhandelt über ein Betreuungskonzept, das sogenannte Labor 5000, das vorsieht, dass an 10 Standorten in Deutschland eine Betreuungsreserve aufgebaut wird mit stabilen Zelten, mit stabilen Sanitäreinrichtungen, übrigens auch behindertengerechte, mit autarker Stromversorgung, mit autarker Wasser- und Abwasserversorgung. All das gemeinsam mit mobiler Arztpraxis. Da gibt es 10 Standortvorschläge. Einer dieser Standorte ist mittlerweile genehmigt worden von der früheren Bundesregierung noch. Und aus diesem einen Modul haben wir bereits für die Flutkatastrophe hier eine ganze Reihe von Geräten gebraucht, beispielsweise die Stromaggregate oder beispielsweise die mobilen Arztpraxen, aber auch das, was wir in der Trinkwasserversorgung gebraucht haben. Das macht deutlich, das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern das ist ganz konkrete Hilfe für die heimische Bevölkerung. Und aktuell bin ich nach den Erfahrungen jetzt auch der Flutkatastrophe und den Erfahrungen der vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen, unterwegs in Parlamentskreisen aller Fraktionen und auch in der Bundesregierung, insbesondere beim Finanzminister und bei der Innenministerin, die dafür zuständig ist, um da auch Bewegung reinzubringen. Und ich hoffe sehr, dass die Haushaltsberatungen, die ja jetzt dann im Herbst beginnen, auch erste Erfolge zeigen. Da ist noch viel dickes Brett zu bohren, aber ich lasse nicht los. Ich hoffe, dass Ihre Stimme erhört wird im politischen Berlin, dass die Mittel auch für das Zivile, für das Innere zur Verfügung gestellt werden. Ja. Man sieht ja, wie dringend es dann benötigt werden kann. Ja. Und danke auch nochmal für Ihr Engagement. Ich persönlich profitiere natürlich auch hier in Maischuss von dem sauberen Wasser und von dem Internet, was Sie da von dem Turm in Dernau, das ist ja großartig, dass Sie das weiterhin zur Verfügung stellen. Das wird ja, alle schätzen dieses Internet sehr, weil die Telekom und die anderen Anbieter, die kommen ja nicht hinterher. Deshalb, dafür sind wir ja auch da und ich bin sehr dankbar, dass wir so viel Talente in unseren Reihen haben, ja. Also im technischen Bereich genauso wie im sozialen, im psychologischen Bereich. Das Feld ist so ein breites und dass die Hilfsbereitschaft da auch so groß ist und der Zusammenhalt auch so groß ist. Das macht mich ein Stück weit stolz und es motiviert mich auch in meiner eigenen Arbeit. Wären Sie zum Schluss noch bereit, ein ganz kurzes Wort zu richten an Menschen, die sich vielleicht denken, sie würden gerne mithelfen wollen beim Deutschen Roten Kreuz? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich ja sagen, diese Familie Deutsches Rotes Kreuz, die auf Bundesebene organisiert ist, in den Landesverbänden organisiert ist, in den Kreisverbänden und Ortsvereinen, bis zur Basis also hinuntergreift und diese breite Palette von Einsatzmöglichkeiten bietet, das ist eine ganz großartige Gemeinschaft. Und ich würde mich freuen, wenn auch zusätzlich Menschen, vielleicht auch solche, die selbst betroffen waren, die unsere Arbeit jetzt auch gerade in dieser Region verfolgen können, beobachten konnten, vielleicht auch davon profitiert haben, dass sie keine Scheu haben, auf uns auch zuzukommen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich,
wenn Sie dabei mitwirken wollen. Ich fände es großartig. Wir können jede und jeden brauchen, egal in welchem Alter, egal mit welcher Vorbildung, egal mit welcher Erfahrung im Leben. Jede und jede sind uns ganz herzlich willkommen. Nochmal vielen Dank für Ihr nachhaltiges Engagement und weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen auch.